Servus und ich bin Satabak und herzlich willkommen zurück auf meinen Kanal. Freut mich, dass ihr am Start seid. Heute zeige ich euch die beste Trading-Methode in FIFA 19. Ich habe mit dieser Trading-Methode schon 400.000 Münzen gemacht. Und das innerhalb von 2 bis 3 Tagen. Da denken sich wahrscheinlich manche, komm, der labert Schmarrn, das stimmt gar nicht. Ich werde es euch aber gleich zeigen, ich werde es euch erklären und natürlich auch beweisen. Ich habe schon sehr viel rumgetradet, ich habe schon viele Sachen gemacht. Zum Beispiel hatte ich ins Team of the Week investiert. Das habe ich euch übrigens auch auf Instagram gezeigt, wann ich die Spieler verkaufe und wann ich sie gekauft habe. Daher kann ich euch ans Herz legen, folgt mir auf Instagram, da poste ich immer alles. Und alleine mit den Inform-Trading haben wir durch Monir, durch Ben Yedda und Talisca, in die wir investiert haben, jeweils 10-mal, ungefähr die Münzen verdoppelt. Beispielsweise Monir für 4,5k gekauft, da habe ich ihn für 9,9 verkauft. Das lief richtig gut, da haben wir ca. 100k Gewinn gemacht. Aber diese Methode übertrifft nochmal alles, ohne Witz. Ich habe mir dazu jetzt nichts aufgeschrieben. Ich hoffe, ich kann es euch so gut wie möglich erklären. Jetzt gehen wir schon mal ins Menü, was ich verkauft habe. Das Ganze nennt sich Tech-Avion-Methode. Das hat ein Franzose mehr oder weniger erfunden. Zumindest mal hat er das dann so benannt. Das Ganze gibt es allerdings schon seit 3-4 Jahren. Wird auch häufig benutzt. Letztes Jahr habe ich das auch angewendet. Hat sehr gut geklappt. Jetzt wollte ich schauen, ob das dieses Jahr auch klappt. Und ich bin so überrascht, wie gut es funktioniert. Ich zeige euch ganz kurz, welche Spieler ich alle verkauft habe. Ihr werdet erstmal noch nicht verstehen, was bedeutet das Ganze. Ich gehe es einfach nur kurz durch. Diese ganzen Spieler habe ich innerhalb von 24 Stunden verkauft. Das war wirklich ein Tag. Und später schauen wir uns an, wie viel wir insgesamt damit Gewinn gemacht haben. Jetzt erkläre ich euch erstmal das Ganze. Wie funktioniert es? Wir gehen auf das aktive Team. Nummer 1. Ihr braucht 100 Plätze auf der Transferliste. Ihr seht, ich habe gerade aktuell 47 angeboten, allerdings 87 Objekte, weil eben noch meine Verkauften drauf sind. Ein paar von denen habe ich eben noch behalten, weil ich euch das Ganze zeigen will. Nach dem Video haue ich die alle weg, damit ich wieder 100 Plätze habe und haue alles, was ich habe, auf diese Transferliste. Das ist der erste Punkt. Also 100 Plätze auf der Transferliste, da geht's schon mal los. Der zweite Punkt, ihr sucht euch am besten Spieler, die sehr brauchbar sind. Zum einen Spieler aus der Serie A, aus der Premier League, aus der Bundesliga, vielleicht auch aus der französischen Liga und natürlich aus der spanischen. Das sind die Top 5 Ligen, die kann ich euch empfehlen. Und dort sucht ihr auch Spieler aus. Es kommt immer darauf an, was ihr für ein Budget ihr habt. Das müsst ihr natürlich noch festlegen. Zwischen 5.000 Münzen und 40.000 Münzen habe ich mir jetzt die Spieler ausgesucht. Vielleicht auch ein bisschen leicht mehr, weil ich eben sehr viele Münzen schon habe. Und das Coole dabei ist, ich habe mir das meiste bis jetzt ertradet, weil ich habe 300 Euro ausgegeben, habe vielleicht irgendwie 700, 800.000 Münzen dadurch bekommen. Und jetzt bin ich schon bei 1,8 Millionen oder 1,7 Millionen, was ich habe. Falls ihr nicht so viele Münzen habt, sagen wir, ihr habt 50.000 Münzen, dann macht ihr das eben mit den günstigeren Spielern. Seien es 80er-rated Spieler aus der Bundesliga, aus der Premier League und. Also sucht euch da Spieler aus. Aber was ich euch empfehlen kann, womit ihr mehr Münzen macht, sind solche Spieler. 83er, 84er oder auch vielleicht Informs, die nur 12.000 kosten, die nur 10.000 kosten. Ich will euch anhand dieses Beispiels jetzt zeigen, wie das funktioniert. Wir haben hier den guten Pjanic. Spielt bei Juventus. Er wird sicherlich gekauft und wird auch in der Weekend League eine Rolle spielen, weil die Leute den haben wollen. Schritt 1, wir gehen auf die Trainingskarten. Jeder Spieler, der gelistet wird, braucht eine Attributskarte. Und zwar gebe ich ihm jetzt einfach mal passen. Da hat er 99 passen. Gut. Da gehen wir auf die Position. Normalerweise ist er ZM. Wir formatieren ihn um zu ZOM. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt, er hat einen Basic Chemie-Stil. Wir geben ihm jetzt einfach mal einen Hawk. Spielt keine Rolle. Gebt ihm einfach das, was ihr habt oder kauft einfach die günstigen ein. Drittens, falls er verletzt ist, natürlich gebt ihm eine Heilung. Dann fünftens, wir geben ihnen 99 Verträge. Die Verträge müssen full sein. Ihr seht, ich habe nur noch die Goldverträge, nicht mehr die seltenen. Das liegt einfach daran, dass ich alle schon verbraucht habe für die ganzen Spieler, die ich halt verkauft habe. Und daran kann man, finde ich, schon erkennen, wie viele das waren, weil ich habe für 300 Euro Packs geöffnet. Das heißt, ich hatte locker 300 seltene Goldverträge. Nummer 6, das ist der letzte Schritt. Wir geben ihnen 99 Fitness. Jetzt schauen wir uns mal kurz die Karte an. Normalerweise ist Pjanic ein ZM. Wir haben ihn umformatiert, weil er einfach auf dieser Position etwas seltener ist. 99 Verträge, 99 Fitness, Positionsänderung, Chemiestil und alles steht. Das ist perfekt. Damit ist Pjanic fertig. Ich habe ihn jetzt vorhin gekauft für 16.500. Jetzt stelle ich ihn ganz bequem für 23.25 rein. Ich habe übrigens das Gefühl, wenn man ihn für 23.25 draufstellt, geht er eher weg, als wenn man ihn für 23 draufstellt. Das ist, glaube ich, eher so eine Kopfsache bei mir. Aber so klappt es bis jetzt sehr gut. Stellt die Spieler immer für 5 bis 10k teurer drauf. Und ich mache das meistens so für 7, 8k teurer. Kommt immer auf den Spieler drauf an. Natürlich, wenn ihr jetzt einen Spieler habt, der 2k kostet, sagen wir zum Beispiel, ein Shaqiri kostet 2k. Dann könnt ihr den nicht für 10k draufstellen, sondern den tut ihr dann für 5,9 drauf. Ihr müsst es natürlich gut anpassen. Aber gut, beim Pjanic würden wir jetzt, wenn er weggeht, ca. 7.000 Münzen Gewinn machen und er wird, das verspreche ich euch, zu 100% weggehen. Ihr denkt euch wahrscheinlich jetzt, was laberst du Tabak für einen Schmarrn? Leute, im Endeffekt, vor 2 Jahren, wo ich das erste Mal das gemacht habe, konnte ich das auch nicht glauben, dass es funktioniert, aber es funktioniert. Ich werde es euch gleich zeigen, an der Hand der Transferliste auch. Das mache ich jetzt mit den ganzen Spielern. Ich mache das jetzt einfach mit euch zusammen, damit ihr seht, wie das funktioniert. Savic bekommt einfach jetzt 96 Fassen, dann ist er normalerweise ZM, wir formatieren ihn zu ZOM und ich würde übrigens bei den Positionskarten immer die billigeren nehmen. Zum Beispiel ZM zu ZOM kostet 350 bis 400 Münzen. Ihr müsst euch überlegen,
Was zahlt ihr für Savic? Ich glaube, der hat 29.000 gekostet. Das schauen wir uns gleich an. Jetzt geben wir ihm erstmal noch einen Chemiestil. Einfach mal Powerhouse. Das kostet zum Beispiel auch nur 200 Münzen. Könnt ihr easy holen. Und im Endeffekt zahlt ihr für den Spieler einen gewissen Betrag. Zum Beispiel Savic 30.000, glaube ich. Plus eben ungefähr 1.000, was oben drauf kommt von den ganzen Sachen. Verträge und so, die hat man einfach immer im Verein. Das heißt, ich denke nicht, dass jemand von euch Verträge kaufen muss. Savic ZUM, er hat 96 Passen, also eine Attributskarte. Und ihr seht rechts oben von Savic Kopf, das ist das Trainingskartenzeichen. Die Leute denken, dass diese Karte vielleicht irgendwas Spezielles ist. Irgendeine Special-Karte, dann sehen sie, oh, der hat 96 Passen. Der normale Savic hat irgendwie 80 Passen. Komm, den hole ich mir. Der wird irgendwie einen richtig fetten Boost haben. Das sind eben meistens die Leute, die sich nicht so auskennen. Den hauen wir jetzt drauf. Und ihr seht, ich habe 30.000 gezahlt und ich werde später euch zeigen, ich habe den schon ein paar Mal für 40.000 wegbekommen. Mit Gomez machen wir das auch. Wir hauen ihn eine Trainingskarte drauf. Zum Beispiel hauen wir den jetzt mal Dribbling drauf. Komm, dann sehen die Leute 99 Dribbling. Von Mittelstürmer zu ZOM ist, finde ich, geil. Dann Chemiestil hat er noch keinen. Ihr müsst auch übrigens darauf achten, manchmal kauft den Spieler, der hat schon Chemiestil, da müsst ihr keinen drauf tun. Oder manchmal hat er schon 99 Fitness. Das müsst ihr beachten, nicht einfach die Karten verschwenden. Und jetzt haue ich einfach mal die Verträge wieder drauf. Das ist leider ein bisschen lästig, wenn man nicht die seltenen hat. Und insgesamt dauert diese ganze Trading-Methode ca. 2 Stunden, würde ich sagen. Und danach ist es ein Selbstläufer. Und den Kollegen hauen wir jetzt mal für 23,5 drauf. Er wird auch weggehen, sind wieder 7.000 gewinnen, die wir ca. machen werden. Und das mache ich jetzt mit allen Spielern, Leute. Wir haben hier Cuadrado. Wir gehen mal kurz die Spieler durch. 20.000 gezahlt. Ich werde ihn für 28,25 oder so draufstellen. Dann haben wir Benzema. 4,9.000 gezahlt. Ich formatiere ihn zur Mittelstürmer. Und den hauen wir, glaube ich, für 8.900 drauf. Dann Rodrigo. 20.000. Hauen wir zum Mittelstürmer um. Und ich schätze so 29.000 stelle ich ihn drauf. Partey auch so für 9,9.000 oder 8,9.000. Balde Keita kostet 1,5 und ich habe den als RF schon irgendwie gefühlt 10 Mal oder so für 5.900 Münzen verkauft. Stelle ich auch für 5,9 drauf. Da sind es halt knackige 3.000 Gewinn, weil wir müssen noch die Formationskarte natürlich kaufen oder sogar 4.000 sind es Gewinn. Aber ist fresh. Ist fresh, nehmen wir mit. 59.500. Ich werde ihn für knapp 71.000 draufstellen. Er wird auch bestimmt in 1-2 Tagen weggehen, spätestens. Und das Coole dabei ist, man kann das Ganze auch als eine Investition sehen. Zum Beispiel Reus wird vielleicht jetzt einen Inform bekommen. Meine Team of the Week Prediction kommt am Montag, also morgen. Und der Marco hat schon gut rasiert. Ich meine, sie haben 7-1 gewonnen. Jetzt gewinnen sie 4-2, nachdem sie 2-0 zurücklagen gegen Gladbach. Und falls er einen Inform bekommt, Leute, ihr kennt mein Inform Trading. Das werden wir diese Woche auch machen. Da haben wir, wie gesagt, 100.000 Münzen Gewinn gemacht, ohne Probleme. Er wird wahrscheinlich von 60.000 auf 80.000 oder 90.000 hochgehen, falls er einen Inform bekommt. Und allgemein kann man auch nichts falsch machen, wenn man sich eben diese guten Spieler holt. Weil, Freunde, die Weekend League startet am Freitag. Die Preise sind jetzt ziemlich weit unten gewesen. Langsam stabilisiert sich wieder der Markt. Und die werden halt wieder nach oben schießen, wenn es dann losgeht mit der ersten Weekend League. Das heißt, die ganzen Spieler, die ich hier habe und die anderen 80 Spieler, die werden sowieso von alleine steigen. Somit ist es eigentlich so eine richtige Win-Win-Situation, weil wir können keinen Fehler machen. Ribéry, falls ein Spieler des Monats kommt, ist das wieder eine geile Investition, weil wir haben 85er Spieler für 6.700 Münzen aus der Bundesliga. Und in der Bundesliga kommt vielleicht ein Player of the Month, hauen wir auf den linken Flügel und statt 6.700 hauen wir den für 12.000 oder 11.000 drauf. Er wird weggehen, ich verspreche es euch. Dann haben wir Bailly, kostet 4.000, hau ich so für 8.900 drauf oder so. Ich mache das kurz, Leute, ich bin gleich wieder zurück. Wir sind jetzt fertig, ich habe alle Spieler geboostet. Hier könnt ihr sehen, wie das ungefähr dann ausschaut. Linksflügel Bailly, Ribéry, Reus, Balde, Keita, Partey, Rodrigo, Benzema und Cuadrado. Das sind die Beispiele, an denen wir es jetzt selber angewandt haben. Hier seht ihr dann, die haben alle 99 überall. Da haben sie alle einen Chemiestil. Da könnt ihr eben das nehmen, was ihr im Verein habt. Ich empfehle euch kein Shadow, kein Hunter, weil das sind die teurenen. Ich wiederhole mich natürlich gerne immer wieder. Aber zum einen haut 100 Spieler auf die Transferliste. Mir war es nicht möglich, weil wie gesagt, ich immer wieder die Spieler erstmal behalten habe. Zumindest nicht alle, aber ein paar. Damit ich es euch natürlich zeigen kann. Weil jetzt, um ein Beispiel zu nennen, ich zeige euch kurz De Paul, der Inform, habe ich für 17,5 verkauft. Und ich schwöre es euch, ich habe den mindestens 10 bis 13, 14 Mal verkauft. Pro Spieler habe ich immer 7.000 Gewinn gemacht. Rechnet euch das hoch, alleine mit De Paul habe ich wahrscheinlich ungefähr 80.000 Münzen gemacht. Fraser eigentlich fast genauso, den habe ich nicht ganz so oft verkauft, aber ungefähr 8, 9 Mal. Ja, sind auch mal stabile 50.000, die ich durch einen Spieler gemacht habe. Wir schauen uns das Ganze jetzt aus der Sicht eines Käufers an, weil ich denke, viele von euch stellen sich wahrscheinlich auch die Frage, funktioniert das überhaupt? Und ich sehe schon, hier gibt es den einen oder anderen Schlingel, der das auch gemacht hat. Leider kann ich meine eigenen Karten nicht auf dem Transfermarkt finden, das ist aber auch eigentlich klar. Aber wir sehen, De Paul für 17,5 ist auf dem Markt. Und ich selber habe ihn auch mal für 17,5 draufgestellt. Hat wahrscheinlich jemand bei Instagram von meinen Abonnenten gesehen. Deswegen machen die das jetzt auch. Ist auch klar, nach dem Video werden es auch viele machen. Es wird trotzdem funktionieren. Nimmt vielleicht nicht die gleichen Karten wie ich. Weil dann gibt es davon vielleicht zu viele. Da ist die Wahrscheinlichkeit ein bisschen geringer, dass es dann auch gekauft wird. Sucht euch einfach eure Spiele aus. Es funktioniert auch, wenn es wirklich hunderte Leute machen. Ist genauso wie beim überteuerten Verkaufen. Und De Paul ist für 17,5 drauf. Er hat ihm jetzt eine Silber-Trainingskarte gegeben. Da würde ich einfach Gold machen.
kostet 150 Münzen, könnt ihr euch erbieten. Und jetzt schaut euch das an. Der kostet, sagen wir, 13,5k. Und da links daneben ist einer für 17,5k. Und da kommt jetzt einfach so ein Kerl hin und denkt sich, schau mal, der hat 6 Tempo mehr, der hat 6 Schießen mehr, 88 passen, wow. Die Karte ist ja viel besser als der. Vielleicht ist es irgend so ein geboosteter Info oder was weiß ich. Das heißt, die wissen wahrscheinlich nicht, also zumindest das denke ich mir, dass es einfach nur eine Trainingskarte ist. Sonst würde ich mir das nicht erklären können, warum sie das kaufen. Und dann schaut er, hat er einen Chemiestil? Oh, der hat einen Chemiestil, der nicht. Okay. 99 Fitness, 99 Verträge. Verträge sind auch voll teuer, denkt er sich vielleicht. Und dann am Ende denkt er sich, okay, komm, den kaufen wir. Und anders kann ich mir das nicht vorstellen. Und jetzt gehen wir auf die Transferliste und ich zeige euch, wie viele Münzen ich gemacht habe und wie gut das funktioniert. Dimitri Payet, den habe ich für 40 gekauft, für 64 verkauft. Das ist jetzt leider nicht der normale Preis. Jetzt kostet er ca. 57k. Wir haben ihn überteuert für 64,5k. Verkauft, sind ungefähr 5k Gewinn. Das ist wirklich einer der wenigsten Gewinne, die wir gemacht haben. Wir gehen rüber zu Lukas Leiva. Der Kollege kostet 18,5k. Hier steht jetzt ZDM. Allerdings ist es so, wenn du die Karte verkaufst, dann kommt wieder die Position, die er davor hatte. Und unten sieht man auch nicht die Chemiestile. Lasst euch davon nicht verwirren. Ich hatte den als ZM umformatiert, habe ihm irgendeinen Chemiestil gegeben plus 99 Erträge. Ihr wisst Bescheid, wie das Ganze funktioniert. Und wir haben einfach mit dieser Karte 13.500 Münzen Gewinn gemacht. 13,5k mit einem Spieler innerhalb von einem Tag. Dann haben wir den nochmal verkauft. Wieder 19k gekauft, 28 knapp verkauft. Sind ungefähr plus minus 7-8k Gewinn. Dann gehen wir zu Matip. Kostet 16k. Leute, 31 Verkauf. Ich habe mit diesem Spieler 15k gewonnen. Chaka. 14-15k kostet oder 16k maximal. Ich habe ihn für 24, also knapp 25k verkauft. Dann auch wieder 7 oder 8k Gewinn. Das gleiche mit dem. Wieder 7k Gewinn. Matip. Wieder 10k Gewinn. Jarmolenko. Kostet 18.000 Münzen. Leute, ich habe den für 28 verkauft. 10k Gewinn. Traoré. Kostet ungefähr 11 bis 12.000 Münzen. 13-14k Gewinn. Leute, probiert es einfach aus. Probiert es gerne aus, wie ich finde, die beste Trading-Methode. Wenn man das alles gleich zusammenzählt, dann werde ich euch sagen, was ich innerhalb von einem Tag gemacht habe. Und ganz ehrlich, ich habe schon so oft die Liste wieder löschen müssen, weil ich eben Spieler wieder reinkaufen wollte. Dann haben wir den guten Fraser. Der kostet 13-14k, für 19-7 verkauft, also 7-5k Gewinn. Dann haben wir De Paul, das habe ich euch vorhin schon gezeigt, hatte ich auch auf Instagram gepostet. Und mit denen habe ich jemals 7k Gewinn gemacht und insgesamt mit De Paul locker über 80-90-100k gemacht. Und jetzt kommt Marcelo. Den habe ich gezogen gehabt, der war zu den Zeitpunkt, wo ich ihn verkauft habe, das war gestern, 115.000 Münzen wert. Da war ein richtiger Market Crash. Und Leute, ich habe ihn an diesem Abend für 155k verkauft. Das sind über 30-40k, die wir mit ihm gewonnen haben. Ist der Wahnsinn. Ich kann mir auch nicht erklären, wie das geht, aber es geht. Handanovic habe ich für 25 gekauft, für 40 verkauft. Der ist jetzt allerdings auch selber ein bisschen gestiegen. Milinkovic-Savic, den habe ich mir ein paar Mal für 29 gekauft. Und schaut mal, er geht für 37 weg. Da macht man auch knapp 8k Gewinn. Das gleiche mit Dele Alli. Ungefähr der gleiche Betrag, kostet jetzt 30k. Er ist ein bisschen gestiegen, allerdings habe ich mir den zweimal für 28 gekauft, für 37, 38 verkauft, das sind fast 10k Gewinn und ich wiederhole mich gerne, Leute, Lacazette, 19 oder 20 kostet er, 27,5 verkauft, er geht weg und ich habe ihn zum Mittelstürmer formatiert. Dann Jorginho, kostet schlappe 9k oder schlappe 10k, geht für 15 weg. Malcolm ist jetzt gestiegen, dadurch, dass er eine OTW-Karte bekommen hat. Ich habe den, glaube ich, für 6 irgendwas gekauft, für 11 verkauft. Draxler, 3k gekauft, 7, 9 verkauft. Keita hatte ich 8k gezahlt, jetzt ist er für 11k weggegangen. Der steigt jetzt allerdings auch, weil er im OTW ist. Dann Kovacic, Jungs und Mädels, 10.000 oder 11.000 gezahlt, auch 16 weg. Zaha kostet so ca. 14k, geht für 21. Arnautovic plus 4k, Lingard plus 3, 4k. Lukas kostet 7k aktuell, ist für 12, 7 weggegangen, auch 5, 6k Gewinn. Fred habe ich für 20 oder 22.000 gekauft, geht für 40 weg. Allerdings ist er jetzt auch gestiegen, weil er im OTW ist. Gehen wir rüber zu Alonso, den habe ich mir auch gerade frisch erst draufgestellt vor ein paar Minuten. Als Linksaußenverteidiger, da haben wir auch knapp 5k, 6k Gewinn gemacht. Genauso mit Trippier, 4k Gewinn. Und jetzt eine wichtige Sache bei den Rechtsverteidigern, formatiert sie zu Rechtsaußenverteidigern. Und bei den Innenverteidigern, die könnt ihr natürlich trotzdem anbieten, obwohl es da keine Positionsänderung gibt. Shaqiri kostet 3,6k oder so, geht für knapp 8k. Und jetzt zeige ich euch, was ich noch so alles angeboten habe. Wir haben hier noch einen Dimitri Payet, 12k geholt, ich habe ihn einfach mal draufgestellt. Ich sage jetzt nicht immer alle Preise, sondern ihr seht einfach kurz, welche Spieler ich noch alle angeboten habe. Ich habe mich entschieden, komm, ich nehme jetzt fast die besten Premier League Spieler, die werden sowieso steigen, weil bald die Weekend League losgeht. Daher zum Beispiel ein Jamie Vardy kostet 20k, der wird wahrscheinlich so oder so auf 28 oder 30 hochgehen. Jetzt verkaufe ich ihn mit Tech Avion, überteuert und es wird klappen. Chaka habe ich auch schon ein paar Mal verkauft, ein Hatip habt ihr gesehen, ein paar Mal verkauft. Jorginho, Lacazette, Rabiot ist auch schon sehr oft weggegangen bei mir, Zaha ist auch schon oft weggegangen. Dann gehen wir, glaube ich, zur vorletzten Seite.
Philippe Anderson wird vielleicht dann Info bekommen. Er hat gegen Manu absolut rasiert, ist jetzt schon bei, glaube ich, 70k oder so. Und für mich ist das zum einen eine Investition, weil er wird steigen. Ich werde ihn im Hype verkaufen, bevor das Team of the Week rauskommt, weil er wahrscheinlich echt eine Info bekommt. Und auf der anderen Seite schaue ich, ob ich ihn überteuert verkaufen kann. Tolisso, Draxler, Erlen, Arnautovic, Rashford auch für 8k draufgestellt, also 8k teurer draufgestellt. Pjanic, Milinkovic-Savic, die haben wir gerade gemeinsam angeboten. Das sind alle Spieler, die ich jetzt auf dem Markt habe. Ich hoffe, ich habe euch die Methode so gut wie es geht erklärt. Es ist eine Win-Win-Situation, man kann nichts falsch machen, man kann einfach nur 200.000 Münzen am Tag Gewinn machen. Auch wenn es nur 100.000 sind, dann sind es 100k Leute. Ich habe für 300 Euro Packs geöffnet, mein bester Spieler war bis jetzt Marcelo und dann kam Gabriel Jesus. Und dazu hatte ich mal 100 Euro Pack-Opening gemacht, ich habe ca. 150 bis 200.000 Münzen rausgeholt aus diesem Pack-Opening. Und wenn ich mir überlege, dass ich jetzt am Tag ungefähr 100 Euro quasi mir spare und trotzdem diese Münzen mache, ist ziemlich, ziemlich genial. Noch ein Punkt, den ich vielleicht noch nicht erwähnt habe. Wenn ihr dann 100 Spieler auf der Transferliste habt und einer geht weg oder drei gehen weg pro Stunde, dann sind das schon mal 30k oder 25k Gewinn. So läuft das ungefähr. Dann listet ihr das einfach mal 10 Mal pro Tag, manchmal 5 Mal oder manchmal 12 Mal, je nachdem wie viel Zeit ihr habt. Und ihr werdet sehen, ihr werdet am Tag so viele Spieler verkaufen. Und falls ihr seht, ein Shaqiri ist weggegangen, dann holt ihr euch den wieder, ihr formatiert ihn um, macht alles, was ich euch gezeigt habe und stellt ihn wieder drauf. Dann seid ihr wieder bei 100. Falls ich euch weiterhelfen konnte, lasst gerne einen Daumen nach oben da, damit unterstützt ihr mich brutal. Falls ihr mehr von diesem Trading Videos sehen wollt, lasst es mich wissen, schreibt es in die Kommentare und ihr könnt solche Videos auch gerne euren Freunden schicken. Da machen sie auch viele Münzen, damit unterstützt ihr mich logischerweise auch. Und falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr mich natürlich kostenlos abonnieren. Wir sehen uns morgen bei der Team of the Week Prediction um 15 Uhr. Haut's rein, euer Tabak. Ciao. Während ich gerade das Video geschnitten habe, habe ich jetzt im einen Durchlauf diese Spieler hier verkauft. Mit Reus ca. 8-7k Gewinn gemacht. Er ist für 70,5 weggegangen. Mit dem Brie, da haben wir die Münzen verdoppelt. Vegetarian, ich glaube, den habe ich für 15 oder 16 gekauft oder 14, ist für 24 gegangen. Bei Lee haben wir auch ungefähr verdoppelt. Und der gute Balde Cater, da haben wir die Münzen verdreifacht. Da seht ihr, es funktioniert, Leute. Und das war jetzt für die treuen Zuschauer, die bis zum Ende da geblieben sind.